Hallo zusammen. Ja, es ist Juni und es ist mal wieder soweit, denn die Regenzeit beginnt mal wieder in Japan. Für alle, die sich entschieden haben, gerade in diesem Monat diese wundervolle Insel heimzusuchen, für die habe ich ein paar Tipps, denn generell wird der Juni wirklich sehr, sehr nass in Japan. Die berühmt-berüchtigte Regenzeit fängt an. Um diesem Schmuddelwetter mal vorzubeugen, wäre es erstmal wichtig, sich gut auszurüsten. Natürlich ist ein Regenschirm nie verkehrt und das Praktische ist, in so gut wie fast allen Stores findet ihr am Anfang Trocknungsmöglichkeiten für euren Regenschirm oder einen Halter mit Plastiktüten, in den ihr euren nassen Regenschirm reintun könnt. Oder ihr habt einfach eine Plastiktüte dabei. Wenn es ganz doll regnet, empfehle ich euch noch Regenponchos. Die bekommt ihr in der Regel in so gut wie allen günstigen 100-Yen-Shops oder auch bei Uniqlo. Der Regen kommt ja nun nicht nur von oben, sondern es wird auch unten relativ nass mit den ganzen Pfützen. Deswegen holen sich die meisten auch wunderschöne Gummistiefel. Wobei man sagen muss, in Japan gibt es zum Glück welche mit sehr süßen Designs und Farben. Ein kleines Handtuch dabei zu haben, ist auch nie verkehrt, falls man sich mal abtrocknen muss. So ein Handtuch empfehle ich aber eher mal generell, besonders für Toilettengänge. Da es meistens ja eben nur so diese Handpust-Trockner-Automaten gibt. So, kommen wir jetzt aber zu den Tätigkeiten. Was kann man eigentlich unternehmen, wenn das Wetter nicht so mitspielt? Generell gesagt gibt es erstmal viele verschiedene Möglichkeiten, die es auch in so gut wie jedem Stadtteil in Tokio gibt. So gut wie relativ überall gibt es große Shopping-Arcades, die sich innerhalb eines Gebäudes befinden. Oder auch Einkaufsstraßen, die bekannten Shotengai, die überdacht sind. Wer eher Bock zu zocken hat, geht einfach am besten in eine Arcade. Der Besuch in einer Karaoke-Bar ist auch nicht schlecht. Tagsüber sind die Preise auch wesentlich billiger als abends. Dann gibt es noch an einigen Ecken das bekannte Round One Center. Dies sind so Sportcenter, in denen man bowlen kann, Billard spielen, auch Karaoke singen. Aber diese haben ein ziemlich großes, breites Angebot an sportlichen Aktivitäten. Wer es eher gemütlich haben möchte, der besucht ganz einfach ein Katzencafé oder eines der vielen anderen Themencafés, denn in Tokio ist immer irgendwas. Wenn ihr generell Lust habt auf Themencafés oder Interesse habt, checkt mal diese Webseite hier aus. Hier findet ihr nämlich alle angesagten und angekündigten Events und Themencafés rund um Anime, Game und überhaupt. Für die Cosplayer unter euch ist so ein Regenwetter natürlich die perfekte Möglichkeit, ein Cosplay-Studio zu besuchen. Wer aber dem Regen nicht scheut, kann natürlich auch immer überall spazieren gehen. Besonders die Straßen sind relativ leerer zur Regenzeit, da sich die meisten Leute überall drinnen befinden. Dann kann man natürlich noch überall lecker essen gehen, ins Kino. Es gibt wohlbemerkt auch Kinos, die Filme im Originalton laufen lassen, mit japanischem Untertitel. So, dann habe ich euch mal ein paar besondere Sachen rausgesucht, die ziemlich nett sind zu besuchen. Und habe es immer je nach Ort aufgeteilt. Fangen wir mal einfach im Süden Tokios an. Dort befindet sich, Odaiba. Ein wundervoller Ort und auch ein perfekter Ort, um Indoor-Sachen zu unternehmen. Da haben wir beispielsweise das bekannte, beliebte Team Lab Borderless. Gar nicht allzu weit in Toyosu auch das Team Lab Planets, was aber noch, ich glaube, dieses und nächstes, wenn nicht sogar übernächstes Jahr geöffnet ist und dann aber leider schon schließt. Odaiba hat noch wesentlich mehr zu bieten. Es gibt auch noch das Madame Tussauds, es gibt ein Legoland und es gibt einen Indoor-Freizeitpark, der Joypolis heißt. Dann gibt es noch ziemlich viele Shopping-Malls dort und wer es eher gemütlich angehen will, der kann auch einfach ins Oedo Onsen Monogatari. Denn die meisten Onsen-Bereiche dort sind nämlich auch überdacht. Alle Infos und Webseiten zu den Orten findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Dann gehen wir ein bisschen weiter nördlich, aber nur ein Stück, und zwar ist dort Shinagawa. Shinagawa ist eigentlich nicht so bekannt und beliebt für Touristen, sag ich mal. Aber dort gibt es den Aquapark, ein wunderschönes Aquarium, was ich auch sehr empfehlen kann. Und worüber ich auch mal ein Video machen wollte, irgendwann demnächst. In Roppongi Hills gibt es noch ein sehr bekanntes und beliebtes Museum, genauso wie in Ueno. Und apropos Museum, in Ryogoku, der Sumo-Area Tokios, befindet sich das Edo-Tokyo-Museum, was ich auch wirklich sehr empfehlen kann.
Natürlich alles überdacht, ihr müsst euch da also gar keine Gedanken machen wegen dem Regen. Dann gehen wir mal auf die andere Seite von Tokio und zwar nach Shinjuku. Von Shinjuku aus könnt ihr relativ viele Orte gut erreichen. Da gibt es zum Beispiel ein paar Stationen weiter den Nakano Broadway, das absolute Muss für jeden Anime, Manga, Game, Figuren-Freak, denn dies ist, ja, würde ich sagen, mal eine Halle des Wahnsinns mit vielen verschiedenen Secondhand-Shops, wo ihr ja wirklich komplett einen ganzen Tag verbringen könnt, wenn ihr wollt. Dort findet ihr viele gebrauchte Sachen secondhand und ja, die ganze Atmosphäre ist einfach super. In Shinjuku selbst gibt es dann noch die VR-Zone. Da empfehle ich euch aber mal nach Reservierungen zu schauen, da diese immer noch ziemlich beliebt und überlaufen ist. Wenn ihr von Shinjuku aus ein bisschen weiter, noch weiter, noch viel, viel weiter außerhalb fahrt, Richtung Tama Center, findet ihr dort das Sandyo Puroland. Da war ich jetzt mittlerweile auch schon zweimal, habe auch schon zwei Videos drüber gemacht dementsprechend. Und es ist ein richtig süßer Freizeitpark, also auch indoor und total niedlich und ja, also auch wirklich für Regenwetter total geeignet. Und der letzte Shinjuku-Tipp für drinnen. Ihr könnt von der Shinjuku Station aus nach Kichijoji fahren, denn dort in der Nähe findet ihr nämlich auch das bekannte Ghibli-Museum. Da müsst ihr aber auch mit den Reservierungen aufpassen, da diese auch limitiert sind an Tickets. Und ihr solltet wirklich schon relativ früh dort reservieren. Und eine kleine Info vorab, da drin darf man leider weder filmen noch Fotos machen. Deswegen gab es bisher von mir auch da leider kein Video zu. Dann gehen wir mal wieder zurück nach Tokio rein und weiter in den Norden nach Ikebukuro. Ein super toller Ort für Regentage ist einfach das Sunshine City. Ein großes Gebäude vieler bunter verschiedener toller Dinge. Denn dort könnt ihr verschiedene Sachen an Regentagen machen. Unter anderem ist mit Sunshine City eine riesige Shopping Mall. Dann gibt es dort auch etliche Restaurants. Ihr habt einen super süßen Themenpark, der Namja Town heißt und sich ja sehr auf Katzen spezialisiert. Dann habt ihr, wenn ihr in das Sunshine 60 geht, das ist ein riesiges Hochhaus direkt am Sunshine City Building. Am obersten Stockwerk dort findet ihr nämlich ein Aquarium und ein Planetarium. Also wenn ihr in der Ikebukuro-Gegend euer Hotel haben solltet, habt ihr auf jeden Fall sicher ausgesorgt für den Fall, dass es einmal richtig regnen sollte. In den anderen Ecken Tokios gibt es natürlich auch noch ein paar Sachen, aber das waren so die hauptsächlichen Sachen, die mir auch eingefallen sind. Beispielsweise gäbe es zum Beispiel auch noch in der Tokyo Station im B1 die Character Street. Auch super toll zum Shoppen und wenn ihr eh Fan von Pokémon oder Snoopy oder Moomins seid, ein Traum. Also da sind auch viele Pop-Up-Stores und alles mögliche und da könnt ihr einfach auch mal ein bisschen die Seele baumeln lassen, wenn es mal regnen sollte. So, das waren so meine Geheimtipps, sag ich mal. Ihr könnt ja mal danach schauen, danach googeln und schauen, ob es euch taugt. Vielleicht seid ihr ja sogar mal in der Nähe von einem dieser Orte oder wart schon mal da und könnt mir auch gerne in den Kommentaren davon berichten. Ich hoffe, das Video konnte einigen verzweifelten Touristen während der Regenzeit gut helfen. Das war es soweit von mir aus. Hier sieht es auch gleich aus, als würde es regnen. Und hier fahren ständig Autos vorbei. Es ist sehr laut. In diesem Sinne, packt euren Regenschirm ein und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann! Tschüss, man sieht sich!